Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Künzit. Ich habe mal ein bisschen... Hallo, mein Hundchen, guten Morgen. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Na, kann ich dich da hinten bitte auch streicheln? Ist ein richtiger erwischt? Ich bin mir nicht sicher. Dann kommt mal mit alle beide. Ich habe mal nachgeschaut, wie das mit dem... Also jetzt sollen wir erstmal F angucken. Sie ist hungrig, dann füttern wir ihr doch ein... Äpfelchen, bitteschön, und streicheln das gute Tier mal. Ich habe mal angeschaut, wie das mit den River Trouts ist. Oh je, unglücklich und hungrig. Ja, das ändern wir gleich. Bitteschön, Schweinchen. Und, achso, dich kann ich ja nicht streicheln. Dir kann ich auch ein Äpfelchen geben. So, welches ist das jetzt, was noch hungrig ist? Die sind beide hungrig und eins der Schweinchen ist noch hungrig. Ich hoffe, ich erwische jetzt... Ach, das ist ein bisschen schwierig. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht überfüttern wir es gleich eins. Doppelt und dreifach, ne? Doesn't want food. Doesn't want... ich kann es nicht lesen. Aber da eins noch unglücklich ist, du. Du willst noch ein Äpfelchen haben. Nee, ist immer noch hungrig. Habe ich jetzt schon wieder das Falsche erwischt? Ach, Menno, ihr seid aber auch Viecher. So, jetzt habe ich aber... Ja, jetzt sind alle wieder halbwegs glücklich. Gott sei Dank. Und Wasser bekommt ihr natürlich auch, meine kleinen Schweinchen, meine drei. Und was wollte ich sagen? Ja, ich habe geguckt, wie man die River Trout fangen könnte. Und es steht nicht sehr viel im Wiki, muss ich sagen. Nur, dass sie wohl sehr verbreitet ist. Also ich muss die Benachrichtigung wieder... Da sieht man einfach zu wenig, wenn da über diese Schriftzüge sind. Hä? Ich wollte doch jetzt gar nichts. Geh weg. Oh, geh weg, Hund! Also manchmal nervt ihr tierisch. Wo ist jetzt der andere hingerannt? Der ist wieder nach Hause. Warum? Wieso ist der andere jetzt nach Hause gerannt? Ich verstehe es nicht. War ich jetzt böse zu dem? Also manchmal nerven sie ein bisschen. Dann müsste man, glaube ich, noch ein wenig an der Hitbox der lieben Hundchen arbeiten. Denn, das hier ausgewählt. Hund, du sollst mitkommen. Ich habe nämlich heute Pläne. Komm mit. Oder bist du jetzt unglücklich gewesen, weil du Hunger hattest? Kann natürlich auch sein. Da sind unsere Tomaten. Wie, das muss ich gucken, dass ich die sammle, bevor meine Hunde dazwischen laufen. Ich wollte nämlich zum einen nochmal gucken, das war out of season. Das heißt, die konnte ich nicht... Growing here. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte nochmal zu diesem Hundeliebhaber gehen, jetzt wo ich den Mops habe. Ich glaube, das haben wir letztes Mal nämlich nicht gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und die River Trout mag wohl einfach nicht die Dunkelheit. Das heißt, wir gucken, dass wir jetzt tagsüber an einen Fluss gehen. Und so wie das beschrieben war, wie das klang, ist es ein sehr, sehr verbreiteter Fisch, den man wohl an jeder Ecke und überall findet. Ein sehr gewöhnliches Tierchen. Dann hoffen wir einfach mal, dass es so gewöhnliches ist, dass wir es bald fangen. Und so ein bisschen, weiterkommen und endlich mal sowas wie ein Skill lernen können. Das würde mir irgendwie gefallen. Jetzt frage ich mich nur gerade, waren wir letztes Mal nicht auch schon hier, als es hell war? Das weiß ich jetzt leider gar nicht. Und ich bin mir auch immer nicht ganz sicher, was hier als Fluss gilt und was nicht. Und so auswendig kenne ich die Karte halt auch nicht, dass ich wüsste... Ja gut, das ist... Da sind sehr viele Feenvölkchen. Da wollte ich aber gar nicht hin. Wie viel ist das eigentlich heute? Der siebte. Da ist nichts Besonderes, wenn ich das richtig weiß. Hier, das könnten jetzt zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte das eine River Trout sein. Ist das eine? Ein Minnow. Okay, wir haben scheinbar mehr Glück mit den Minnows und nicht mit den River Trouts. Ich angle hier trotzdem mal so rein ins Blaue. Das bringt ja eigentlich auch nichts. Mensch! Und da geht auch nichts. Ich muss einen Fluss finden. Ich muss einen... Das hier unten würde ich halt als Fluss deklarieren. Vielleicht können wir aber auch hier oben irgendwo angeln. Das sieht eventuell auch richtig aus. Vielleicht sind da mehr Fische. Sonst müssen wir gucken, dass wir vielleicht einfach mal hier folgen. Und hallo, redest du mit mir? Ah. Okay, er redet nicht direkt mit uns. Denn nur wenn ich die Fische fange, könnte ich, glaube ich, den Trade lernen. Den ich bräuchte, damit meine armen Hunde nicht mehr hungrig sein müssen. Aber hier sieht's... Es sieht zwar nach Fluss aus, aber hoppala. Ja, habe ich hier irgendwas?
Vielleicht in Rivermore. Das klingt so nach Fluss. Oder? Rivermore klingt doch nach... Naja, wir könnten es hier oben versuchen. Das hier sieht sehr nach Fluss aus, finde ich. Ich hatte ganz vergessen, dass es diese Durchgänge gibt. Und außerdem müsste hier, glaube ich, irgendwie Jogen sein. Jogen? Joe, der große Mann. Bin ich jetzt richtig? Okay, ich bin theoretisch da, wo ich hin wollte, aber ich sehe keinen einzigen Fisch. Das ist ja nicht so erfreulich. Also viele habe ich tatsächlich zu River Trout nicht gefunden. Nur, dass sie keine Dunkelheit mag. She hates the dark. Hallo, sei mir gegrüßt. Guten Nachmittag, wie geht es dir denn? Bist du jetzt hungrig? Ja, der Apfel? Akzeptabel. Okay, I dislike not set... Okay. Irgendetwas, was noch nicht festgelegt wurde, hasst er also mehr als alles andere. Was ist eigentlich hier drin? New proverb discovered. Bowie Nancy hates the sun, but in the dark she has a fun. Also, Bowie Nancy mögen kein Licht, aber in der Dunkelheit haben sie Spaß. Das ist schön. Das sieht cool aus hier. Das muss ich echt mal sagen. Das sieht echt gut aus. Was hat denn da alles stehen? Da sind die Hunde. Da kommen sie angerannt. Da ist ein Buch. Ach, Hunde. Geh doch mal weg. Legendary Monster. Ach, du Heilige. Okay, legendäre Monster. Da bin ich raus. Erstmal. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug betonen. Wir lesen das alles irgendwann, wenn das Spiel auf komplett erschienen ist. Und wir das Ganze auf Deutsch lesen können. Jetzt wird schon wieder Nachmittag. Guck mal, es wird schon wieder dunkel. Was haben wir denn hier? Die World Map. Eigentlich müssten wir nach... Wir sind gerade bei Rivermore. Wir müssten, glaube ich, nach Poppy Hill. Heartsmelter Home oder... Ich glaube, Heartsmelter Home oder hier... Ich glaube, hier in Poppy Hill müsste es sein. Das heißt, wir können ja eigentlich mal hinlaufen. Das geht doch, oder? Ja, das geht. Wir müssen nur ein Stück weiter nach Süden. Und dann gucken wir einfach mal, dass wir am nächsten Tag irgendwo in einem Fluss irgendwas finden. Ich bin immer noch zu weit oben, oder? Ja, ein bisschen. Ich meine, es gibt halt schon sowas wie ein Skilltree und ich würde euch den gerne zeigen. Aber natürlich müsste ich ihn dafür auch erstmal freischalten. Schauen wir doch mal hier. Das hier sieht jetzt auch endgültig nach Fluss aus, oder? Da muss es doch irgendwelche Fische drin geben. Leider ist es jetzt die falsche Tageszeit dafür. Wir können aber gucken, ob wir hier überhaupt irgendwas entdecken. Wer wohnt hier denn nochmal? Ach, Hunde. Ihr seid schon so ein bisschen nervig, ne? Buckle war das, genau. Haus... Ah ja, das waren die beiden hier, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob... Moment, der eine hat ein Ausrufezeichen. Wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das ein Pärchen ist oder einfach Brüder. Hallo. Salt Buggle. To meet. To brew. A flagon of when you're... Was? Zum Mischen, zum Brauen, ein Flakon for when you're flagon. Ich weiß nicht was. Mein Bruder und ich besitzen den örtlichen Pub, also das örtliche Gasthaus. Du musst irgendwann mal vorbeischauen, also Pop-in, nicht wörtlich. Das würde, also muss immer mal reinplatzen, also nicht wörtlich, das würde ziemlich unschön werden. Und außerdem siehst du nicht wie ein Ballon aus. Okay. Das werden wir tun. Ich verstehe immer manchmal nicht ganz, was es triggert, dass die Leute uns sowas erzählen. Aber ich finde es schön, ich freue mich immer. Vielleicht ist auch immer die falsche Jahreszeit für die River Trout. Das könnte natürlich auch sein. Dass wir einfach ganz, ganz arges Pech haben. Aber guck mal, hier finden wir immer noch ein Proverb. Firefish. Take heed, throwing a firefish pie, they explode and you may die. Also, wenn wir einen Firefish-Kuchen backen, dann könnten wir Pech haben und sie explodieren und wir könnten daran sterben. Beziehungsweise in unserem Fall würden wir eins unserer kostbaren Lebensjahre verlieren. Ja, ja, ich grab doch schon, Hunde. Ich grab doch schon und ich weiß wie immer nicht, warum ich hier... Stehe ich nicht nah genug dran? Muss ich jetzt hier erst draufstehen? So, ein Knochen. Der auch überhaupt nicht weit weggeflogen ist. Und ich weiß nicht, wo die beiden jetzt wieder hingerannt sind. Ich habe keine Ahnung. Nein, das ist schlecht. Wenn ihr weg seid, kann ich doch nicht... Oh, Mann. Okay.
So, das ist gar nicht creepy, wenn wir nachts in die Häuser von Leuten gehen. Ich kann einfach noch ein bisschen nach unserem... Ja gut, aber hier bringt's ja auch nichts. Ich gehe mal rüber zu Poppy Hill, da müsste eigentlich theoretisch der mit dem Hund wohnen. Schwierig, schwierig alles. Ich bin mir halt auch nie sicher, das ist genau dasselbe wie mit dem... Parsley. Da bin ich mir halt auch nicht sicher. Andere Leute hatten das auch schon gesucht und ein Entwickler hat geschrieben, der sollte an den Pflanzkästen, an den Häusern wachsen. Aber er wollte dann eben nochmal nachgucken. Das heißt, es könnte natürlich immer mal sein, dass irgendetwas an Stelle XY sein sollte, aber halt nicht da ist. Denn wir sind ja noch im Early Access. Und zwar relativ früh, wie es hier so aussieht. Und dann kann es natürlich immer mal sein, dass sowas nicht ganz funktioniert, wie es soll. Und dass wir dann halt Pech haben und das ein bisschen buggy ist. Das hier muss jetzt aber endgültig ein Fluss sein, oder? Ich meine, hier, das ist doch jetzt... Wenn das kein Fluss ist und da... Okay, in Poppy Hill werden wir definitiv einen Fluss finden. Und der Hundemensch, der... Hat der nicht hier irgendwo auch gewohnt, der Hundemensch? Da schon mal nicht. Das Problem ist, bei dem hilft es mir auch nicht so wirklich, mich zu erinnern, wie der heißt, weil das ist schön, dass der einen Namen hat, aber... Da wäre ein... Ich habe die Apotheke, da ist... Nee, ist auch nicht. Also notfalls ist das auch nicht so wichtig. Mir geht es tatsächlich mehr darum, dass ich diese River Trout finde. Und wir könnten jetzt tatsächlich, wenn ich die Statue finde, einmal nach Hause gehen. Da, hier war der Mensch mit dem Hund. Nee, da war er auch nicht. Da sehe ich noch ein anderes Tier. Moment. Nicht ein anderes Tier, da sehe ich noch einen anderen Menschen. Red is occupied. Ja, ja. Außerdem hatte der ein größeres Haus. Dann sammeln wir halt hier erstmal ein bisschen Sachen. Und hoffen mal, dass wenn es hell wird, dass ich dann hier eine wunderschöne River Trout finde. Und wenn ich ein leeres Bett finde, könnte ich, glaube ich, auch da schlafen. Hier gibt es aber keins, weil es ein Laden... Kann man eigentlich hier so reingucken? Kann man das so irgendwie hier so nachts im Laden? Nein? Ja. Muss man ja alles mal ausprobiert haben, ne? Also. Was würde eigentlich passieren, wenn ich mich in ein NPC-Bett lege und der NPC dann kommt und da auch schlafen möchte? Hallo, das Bett ist belegt. Nein, ich möchte ihm nachts auch kein Geschenk machen. Das erscheint mir etwas creepy. Ja, das... Da sind noch mehr Birnen. Und ich glaube, ich habe meine Lampe schon wieder ausgemacht. Achso, ich bin gar nicht auf meiner Lampe. So, jetzt haben wir es ein bisschen heller. Ja, das ist ja... Also wenn das hier kein Fluss ist, wo man eine River Trout rausziehen kann, dann weiß ich auch nicht. So, wen haben wir denn hier? Da ist definitiv ein Menschlein mit drin. Cooking brilliant. Recipes are brilliant. Follow a recipes and you can gain all sorts of hot effects. Okay. Also kochen wird irgendwann auch noch wichtig. Hoffentlich habe ich es bis dahin so ein bisschen gelernt. Boah, ne? Dann haben wir das jetzt. Ich weiß gar nicht, wo der Mensch mit dem Hund wohnt. Vielleicht wohnt er auch noch mal... Ne, eins weiter sind die Festival Grounds. Dann gehen wir einmal kurz hoch nach zu Nidas. Während es noch dunkel ist. Bin ich dafür richtig? Ja, fast. Fast, fast, fast. Das Gute ist, wir brauchen nicht wirklich Schlaf. Ich bin sicher, irgendwann ändert sich das und wir werden einfach umkippen und auch einschlafen, wenn wir nicht... Ich glaube, das tun wir ja sogar. Wenn wir noch nicht alt genug sind, tun wir das, glaube ich. Das schlafen wir nachts, glaube ich, einfach irgendwann ein. So, was haben wir denn hier? Das kann sein, dass hier der Hund lebt. Und zwar da oben vielleicht, denn da ist nur ein Bett. Ich glaube, da oben wohnt der Hund. Gab es denn zu Nidas Crossing eine direkte Portverbindung? Wenn ja, könnte ich ja nach Hause gehen, meine Hunde holen, mich hierher porten. Das müsste eigentlich hier sein, oder? Ach nee, nee, warte mal, da wohnt die komische Frau. Hier wohnt die komische Frau. Dann war es ganz woanders, glaube ich. Aber hier ist auch ein Portteil. Und es wird langsam wieder hell, das ist schön. Und da war die Statue. Dann gehe ich jetzt gerade wieder nach unten und wir gucken mal nach der River Trout.
Ich hoffe, die finden wir jetzt. Sie hassen die Dunkelheit, aber jetzt wird's ja hell. Das heißt, es könnte ja sein, dass jetzt hier irgendwo eine River Trout erscheint. In Poppy Hill. Was halt nicht im Wiki steht, nirgendwo ist, wo man sie eventuell findet. Da steht, was es da drin gibt, sind die Proverbs, die wir finden könnten. Das heißt, ja, sowas wie River Trout, a common fish, mix every dish, was weiß ich was. Irgendwas mit einem Essen, das es langweilig ist, stand da und... Warte mal, was steht da auf dem Schild? Your business will grow in reputation, so your products become more famous throughout the land. Also wenn wir nachher irgendwann einen Laden haben werden, in der Vollversion, dann werden wir einen Ruf erhalten und der Ruf wird besser werden und dadurch werden unsere Produkte im ganzen Land bekannter. Da ist noch eine Birne. Was ich auch mal probieren könnte, das wäre einfach, weil wir es können. Also man hört damit, wir klampfen so ein bisschen auf der Armlaute herum. Es klingt nicht wirklich schön. Wir sind, glaube ich, nicht so richtig gut. Das könnten wir mal versuchen. Oh, hallo, da sind Menschen drin, aber zu denen gehen wir jetzt nicht. Ich suche immer noch meine River Trout. Ja, da bin ich angekommen. Dann können wir auf die Seite noch gehen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Meine Hunde sind scheinbar abgehauen nach Hause. Wo meine hungrigen Schweinchen warten. Den ich vielleicht auch Birnen verfüttern könnte, wenn ich so drüber nachdenke. Hier gibt es auch keinen in diesem kleinen Rinnensaal, oder? Dass einen die Suche nach sowas so wahnsinnig machen kann. Und das Zeug kann man nicht ernten. Da sind andere Leute drin. Da sind wieder Gooseberries, die nehmen wir gerne mit. Für auch immer sie nochmal gut waren. Was war hier? Das weiß ich gar nicht mehr, was hier war. Wir könnten natürlich auch die ganzen Bücher uns einmal angucken. Conception Art, Woods in the Woods, by Ivy Heath. What is creation? Was ist, was ist Kreation? Was das ist, würde ich auch gerne wissen. Ja, da ich jetzt hier keine River Trout finde, und das ist ja, vielleicht ist es, das könnten wir machen, Offering... Ich mache ein Offering für eine River Trout. Gib mir eine River Trout, bitte, liebes Spiel. Map. Ich weiß halt nicht, wo suchen und wie suchen. So, was haben wir eigentlich hier? Wenn ich mich da drauf stelle, dann wird es doch dunkler. Okay, wir müssen hier offensichtlich nichts spielen. Muss ich hier vielleicht mit meinem Licht leuchten? Tatsache. Okay. Hier aber nicht. Okay, das ist... Okay, das ist neu. Das ist tatsächlich jetzt neu. Wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz. Whistle Root hatten wir jetzt doch gefunden, oder? Oh, Jacob, das können wir abgeben. Parsley. Mach ich mal raus, solange wir nicht wissen, wo es ist. Songstrel Flower machen wir auch mal raus, weil ich nicht weiß, wo es ist. Und das können wir auch rausmachen. Close. Was ist das denn? Wo komme ich denn da hin? Oh. Okay. Was ist das hier? Tirnanok is still in development, so mind the bugs and insects. Also Tirnanok, das ist wohl das, wo wir sind, ist immer noch in der Entwicklung. Also es wird Bugs sehr wahrscheinlich geben und Insekten. Bugs und Käfer. Tirnanok. Was ist das? Songstrel Flower. Ich mag die Entwicklung. Okay, wir haben das... Oh, da sind noch mehr. Okay, das heißt, ich kann gleich Songstrel Flower wieder tracken. Wir haben jetzt Songstrel Flowers. Was sind das für komische Dinger? Die puffeln so ein bisschen, oder? Oh, da ist ein Hallo. Start every day with a healthy... Ja, nein. Ich muss ja nichts essen. Okay, hier oben ist irgendwas. Ein Gummy Mushroom. Den haben wir auch irgendwann mal gebraucht, aber... Was ist das hier? Welcome, welcome. We have our next Clonk-Testant. Oh, Squeal or no Squeal. Was? Ah, also wir sind irgendwie ein Mitspieler für irgendwas. Ah. Es ist ein neuer Freund, den wir noch nicht gesehen haben.
Versuch dein Glück bei den bei der Spielshow, die jeder nur Dead Poppin' Pigfing nennt. Ach du Heilige. Um es zu spielen, you need to pay my friend, but as your first time here, you get a... Okay, wir müssen normalerweise dafür zahlen, aber als unser erstes Mal ist, dürfen wir gratis spielen. So, friend of friend of friend, was sagst du? Ja. Okay, was für ein Star. Ich sehe, du wirst es weit bringen. Die Regeln des Spiels sind einfach. Wähle einfach ein Schweinchen aus, um es platzen zu lassen, und du bekommst einen Preis. The last pick you pop plops a prize in your pocket, so pick your... Okay, also wir kriegen Schweinchen, die hier floaten oder so ähnlich. Also diese Ballonschweinchen. Und wir dürfen die poppen lassen. Und das Letzte, was das dann fallen lässt, das ist unser Preis. Nachdem wir drei gepoppt haben, werde ich dir ein Angebot machen. Du kannst entweder mein Angebot annehmen oder es weiter versuchen. Risk and Reward, mein Freund. Ah, verstehe, okay. Okay, das war... Ah, hier sehen wir, was es also gibt. Kupferschwert. Okay, Brown Dice schon mal nicht. I think I will offer you this. Will you stop or pop till you drop? Also wir könnten jetzt die Rose, eine Romance Rose nehmen. Ich weiß halt nicht, wie viel das kostet. Sollen wir es mal weiter probieren? Nein, wir nehmen das mal nicht. Wir haben niemanden. Wir sind noch so jung, da haben wir ein Candy Hair. Einen verdorbenen Apfel. Und was ist das? Er bietet uns Incredible Shrinking Flan an. Wir hätten noch Rainfish, Charmweed, Cabbage Songstrel Seed, Grave Lilac. Wir haben Candlewitch Green. Das wäre natürlich irgendwie schön, sowas zu finden. Oder das Kupferschwert. Nein, ich probiere es mal weiter. Ah, verdammt, da war das Kupferschwert gewesen. Aber Candlewitch Green könnten wir noch bekommen. Blue Dye. Nö. Ah, da wäre das auch. Das Candlewitch Green könnten wir noch bekommen. Ein Minnow? Nein. Grave Lilac? Okay. Wir bekommen immerhin das Candlewitch Green, was auch immer das ist. Ah, und das ist... What you call Popfantica. Der Preis gehört dir. Ich gratuliere dir, mein Freund. Möchtest du nochmal spielen? 10 Breaths. Ja, das machen wir doch nochmal. Das war ganz witzig. Binding Band. Potion of Vivid Colors. Firefish. Pink Dye. Also hier könnten wir sehr wahrscheinlich auch irgendwas. Oh, da haben wir schon die Potion of Vivid Colors bekommen. Oh, schade. Fruit Salad. Nö. Poppy Perfume. Ja, das nehmen wir doch mal an. Pour homme de terre. Und ich würde auch sagen, wir spielen nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Oh, Luminiumschwert. Das hätte ich gerne. Das Luminiumschwert. Bei meinem Glück. Lover's Truffle. Nein, erstmal nicht. Oh Gott, ich will das haben, das Schwert. Nein. Ich probiere es einfach mal, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Oh, da wäre es gewesen. Schade. Bowing Nancy? Oder was war das eben gerade? Rotten Apples. Muss ich mal gucken, was das eben war. Das könnte der Ophel's Trench gewesen sein. Nein, wir nehmen nicht die Bowing Nancy. Candle. Nope. Schauen wir mal, was rauskommt. Okay, dann kriegen wir eine pinke Farbe. Not a death threat against singers, also keine Drohung gegen Sänger. Nein, wir spielen jetzt ausnahmsweise nicht. Wir wissen jetzt ja, wie wir hierher kommen. Entering Tir Nanok. Okay. Hey, have you seen inside our caves? They're awesome. Hast du schon in unsere Höhlen geschaut? Sie sind awesome. Also, oh, warte mal, das kennen wir auch noch nicht. Was bist du? Eine Funflower, Lotharose. Okay. Das ist sehr schön. Tiernanok gefällt mir. Okay, da ist eine Höhle. Da sollten wir ja reingucken. Was haben wir da drin? Entering Tiernanok. Da können wir zum Beispiel was abbauen. Ich habe nichts mehr, was ich... Moment, ich muss mal ganz kurz hier... Items, Equipment, das hier.
Dann packen wir das mal hier hin, denn momentan muss ich ja nicht. Aluminium. Okay, da kriegen wir das also her. Aluminium. Ob ich mir dann wohl selber ein Aluminiumschwert machen könnte? Das wäre sicher effizienter gegen diese kleinen Biester von. Ich habe vergessen, wie sie alle heißen, als das, was wir haben. Diese Hops, Gops und ich glaube Nops oder so. Nox, Nops, irgendwie so. So. Das ist ja spannend. Da haben wir einfach Tirnanog, das Feenreich, würde ich mal einfach sagen, gefunden. Und in ein paar Tagen können wir hier sehr wahrscheinlich wieder. Oh, da gibt es auch eine Karte. Da gucken wir noch mal, wie viele Mapstones wir brauchen. Zwei Stück noch. Und hier können wir vermutlich auch angeln. Kann ich auch in andere Häuschen? Nee. Nicht so. Okay. Da könnten wir aber vermutlich rein. Hallo. Needs Fortschritt. Was ist hier drin? Ein Laden. Enter den Tirnanog. Hallöchen. Wer bist du denn? Greetings. Good afternoon. How are you? Ich bin ein bisschen deprimierend. Darf ich dir eine Erdbeere schenken? Akzeptabel. Und was ich nicht mag, ist noch nicht gesettet. Was können wir denn hier kaufen? Oh je. Okay, wir können hier Sachen kaufen. Aluminium, das ist aber relativ teuer. Das haben wir schon. Was ist das hier? Pork Tree? Ich kaufe das einfach mal, weil ich wissen will, was das ist. Pork Tree Seed, okay. Funflower Seed, Songstrel Seeds. Was können wir noch anderes? Gummy Yum Pie, grüne und pinke Farbe. Little Sap, da haben wir aber einen. H. Peppers Nemming Nut. Das war's dann schon. Das sind alle Sachen. Das sind alle Sachen. Oh, das wollte ich gar nicht kaufen. Hoppala. Ja, da haben wir ja auch so. Also, wir haben ja echt mal was gefunden, ne? Ich würde übrigens die Folge jetzt an der Stelle unterbrechen und hier einfach mich weiter umgucken. Denn ich finde das gerade hier viel zu spannend, um nach Hause zu gehen. Meine Tierchen müssen jetzt ausnahmsweise mal ohne mich auskommen. Deswegen macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und wir sehen uns nächste Folge hier wieder in Tirnanog. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir hier sind. Mal gucken, was wir noch alles finden und ob ich vielleicht doch noch meine Hände an einen River Trout bekomme. Ansonsten muss ich gucken, dass wir sehr viel Geld wieder verdienen. Damit wir ganz oft da oben dieses lustige Pop-Pick, was auch immer, Schweinchenplatzspiel spielen können. Also macht euch noch einen flauschigen Tag und bye bye!